Willkommen zu Kita Today, unserem fast-wöchentlichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und wir sehen immer und hören vor allem auch immer, dass doch viel zu leichtfertig mit dem Ratschlag umgegangen wird oder der Ratschlag erteilt wird, man möge als Erzieher, als Erzieherin doch ganz schnell eine Überlastungsanzeige stellen, weil dann sei man total abgesichert und im Fall der Fälle würde einem dann nichts mehr passieren können. Wir finden diesen doch recht generalisierenden Hinweis oder Ratschlag doch ein bisschen gefährlich oder zumindest leichtfertig ausgesprochen. Denn eine Überlastungsanzeige im wahrsten Sinne des Wortes sagt ja, ich fühle mich überlastet. Ob ich zutreffenderweise durch die Arbeitsanforderung überlastet worden bin, das besagt das ja noch nicht. Man sagt nur, ich fühle mich überlastet und somit müsste dann immer noch geprüft werden, sind die Anforderungen, die an einen herangestellt wurden, zumutbar, drücken wir es mal ruhig so aus, zumutbar, oder ist das etwas, wo der Arbeitgeber, wo der Kita-Träger strukturell mit Absicht hier eine dauerhafte Überforderungssituation zugelassen hat? Das heißt, mit der Überlastungsanzeige, da geht daher einher die doch recht sprachliche Genauigkeit herauszuarbeiten, wieso man sich denn überlastet fühlt oder überlastet ist. Ganz wichtig. Und wenn es dann nur pauschalierende Begrifflichkeiten gibt, wie weil die Arbeit ist so anstrengend und die Kollegin oder die Kollegen sind zu faul und die Leitung ist zu unfähig und die Eltern sind zu meckerig, dann wird man damit auch nicht weiterkommen. Dann wird man den Träger eben nicht zu einem Aha-Effekt zwingen können, beziehungsweise ihn eben nicht zwingen können, im Fall der Fälle nicht zu sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, ja, dann wäre ich ja ganz anders an die Sache herangegangen. Das erstmal vorweg. Dann, der Begriff Überlastungsanzeige wird auf viele, viele, viele Situationen gar nicht richtig anwendbar sein, denn meistens geht es ja darum, dass ein Erzieher, eine Erzieherin, diesmal ein bisschen andersrum formuliert, darauf hinweisen will, Achtung, ich sehe dort eine Gefahr. Ich sehe dort eine Gefahr für die uns anvertrauten Kinder oder eine Gefahr für uns Kollegen im Team, weil eben ein Umstand aus unserer Sicht da ist, der nicht richtig aufgefangen werden kann. Und insofern reden wir doch gar nicht von der tatsächlich eingetretenen Überlastung, sondern wir reden von der potenziell entweder sehr noch abstrakten Gefahr oder der sehr, 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 sehr konkreten Gefahr, dass etwas passieren kann. Insofern eben sollte vielleicht der Begriff Überlastungsanzeige ganz häufig eher mit Warnhinweis oder Gefahrenanzeige ausgetauscht werden, wenn es darum geht, eben auf Achtung, da kann etwas passieren, egal wie doll wir uns anstellen, lieber Träger, bitte schaffe Abhilfe. Auch dann wiederum, keinesfalls bedeutet das alleinige Stellen dieser Überlastungsanzeige und des Warnhinweises oder der Gefahrenanzeige, dass man damit fein raus ist und den Träger jetzt sozusagen in das offene Messer laufen lassen kann. Nein, denn dann wird man gerade Erziehern bescheinigen müssen, hey, ihr habt ja genau erfasst, dass da ein großes Problem ist, warum habt ihr da nicht entsprechend gehandelt? Ihr konntet ja gar nicht, ihr durftet ja gar nicht darauf vertrauen, dass der Träger ganz schnell hier eingreift, weil er es in der Vergangenheit vielleicht ja auch nicht gemacht hat. Klar, natürlich darf man immer darauf vertrauen, dass sich ein Träger entsprechend dann verhält und sofort Abhilfe schaffen wird. Aber eben wenn er es nicht tut, ja, dann hat man eben selber die Verantwortung gegebenenfalls, die Aufsichtspflicht so auszuüben, dass selbst in Anbetracht der Gefahrensituation oder der möglichen Gefahr die Kinder bestmöglich behütet werden. Also wir wollen darauf hinaus, dass eben diese Überlastungsanzeige, ja, sie mag sehr, sehr sinnvoll sein, aber bitte, sie muss inhaltlich zutreffend sein und sie darf eben nicht dazu verleiten, dass man jetzt ja alles getan habe und mehr sei ja sowieso nicht machbar. Und wenn was passiert, ja, dann sollen die mal, ne, selber merken, was sie angerichtet haben. Das wird so eben nicht funktionieren. Natürlich, ein Träger, der Überlastungsanzeigen und begründete Überlastungsanzeigen und begründete Warnhinweise und begründete Gefahrenanzeigen mutwillig ignoriert, der wird ganz, ganz große Kopfschmerzen haben, wenn es im Fall der Fälle einmal dazu kommt, dass er sich rechtfertigen muss. Das ist keine Frage. Aber eben das Gesamtbild muss weiter im Blick behalten werden und allein die Überlastungsanzeige zu stellen, das wird häufig so nicht ausreichen. In dem Sinne, morgen geht's weiter.